Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück zu Shogun 2 Total War. Es ist, glaube ich, schon ewig her, dass ich das letzte Video zu diesem Spiel gemacht habe. Und ja, ich habe irgendwann mal in die Kommentare geschaut und gesehen, dass sich das doch einige von euch wünschen, dass ich die alten Total War-Titel mal wieder rauskrame. Die mir persönlich auch wirklich immer noch sehr, sehr gut gefallen. Das habe ich jetzt gerade wieder festgestellt, als ich Shogun 2 gespielt habe. Ich habe eine Schlacht geschlagen, was daran liegt, dass ich zum einen sehr wenig Zeit habe und zum anderen... ja, auch einfach mal meinen ersten Versuch euch wieder zeigen wollte. Und diese eine Schlacht, die ich gerade geschlagen habe, die hatte es in sich. Nicht unbedingt, weil die Gegner so gut waren, sondern weil ich so schlecht war, hinsichtlich dessen zu merken, dass das eine Fall of the Samurai-Schlacht war. Ich habe nämlich meine Shogun 2-Armee mitgenommen und musste dann gegen eine Fall of the Samurai-Armee antreten und war auch ausgerichtet von meiner Armee. Zusammenstellung auf eine Shogun 2 Armee. Insoweit, das versprach interessant zu werden. Ich habe mit Wata gekämpft gegen Haino und Yaskab auf der Map Usui Pass und hatte wirklich eine Elite-Armee dabei. Ich habe mir ganz wenige starke Einheiten genommen. Und das gegen einen Feind, der Schusswaffen hat, naja, das ist natürlich ganz schwer zu gewinnen. Ich hatte Glück, meine Gegner waren nicht so hoch vom Level und deswegen habe ich die Schlacht nicht von vornherein aufgegeben, sondern habe gesagt, die Challenge, die nehme ich mal an und das probiere ich jetzt mal. Aber wir werden sehen, ob das geklappt hat oder nicht. Mein Verbündeter Wata hatte eine Fall of the Samurai Armee dabei. Allerdings war der vom Skill ungefähr auf dem Level meiner Gegner. Insofern schauen wir uns kurz meine Armee vielleicht mal an. Ich habe einmal hier das tapfere Schneiderlein dabei, Bogen Ashigaru Level 4. Dann die Nachtwache Daikyu Samurai Level 5. Dann habe ich Katana-Samurai mitgenommen, vier Litzen und nochmal vier Litzen. Dann Level 7 Naginata-Kriegermönche, unglaublich starke Einheit. Schweizer Garde, Yari Ashigaru, Level 5. Mein General Harakiri Musamate, der ist natürlich Level 9 Silber. Dann das zweite Ulan-Bataillon, Yari-Kavallerie, Level 9. Also voll hochgelevelt und auch... voll hochgelevelte Feuerkavallerie, Teufelsgarde. Ja, ich kann euch gleich schon mal versprechen, die tollen Einheiten, die ich hier habe, die sind auch wirklich toll. Das wird man sehen in der Schlacht. Auf der anderen Seite, wie ich sie eingesetzt habe, war nicht immer toll. Also wie gesagt, das ist keine Schlacht aus dem Lehrbuch. Das ist keine Schlacht, die ich geschlagen habe oder die ich rausgesucht habe aus 10 möglichen Schlachten, um euch zu zeigen, genau so müsst ihr es machen. Sondern das ist einfach meine erste Schlacht nach einem Jahr Shogun 2 gegen eine Armee, gegen die ich überhaupt nicht eingestellt war. Und wir schauen einfach mal, was da rausgekommen ist. Gut, was hat mein Verbündeter dabei? Wata, der hat Infanterie Roter Bär dabei, 3 Stück. Dann hat er ganz, ganz viele Bogenkachi und Polizei von Kyoto Einheiten dabei. Polizei von Kyoto, das ist so ungefähr Yari Ashigaru in deutlich stärker, würde ich sagen. Dann hat er Parrot Geschütze, die er auch noch hier aufstellt, was natürlich für die Schlacht nicht so viel bringt. Ihr seht es, die können halt in den Wald feuern oder auf die Hügelkuppe hier. Aber die können den Feind natürlich nicht treffen. Dann hat er Revolver-Kavallerie dabei, die wird nochmal eine Rolle spielen. Und er hat seinen General dabei, der wird auch nochmal eine Rolle spielen. Schauen wir auf den Gegner, auf Yaskab, der hat Parrot-Geschütze, einmal hier. Die stehen auch noch nicht so perfekt, muss man sagen. Dann hat er seine Leibwache des Generals, aber klar, jetzt am Anfang können sie auch noch nicht so perfekt stehen, man kann sie noch bewegen. Nur insgesamt samt auf dieser Map hier Artillerie mitzunehmen, weiß ich nicht, ob das die beste Wahl ist. Yariki hat er 2 Stück, dann hat er hier Yarikachi 2 Stück und dann Infanterie Schwarzer Bär ohne Ende, sagen wir mal so 7 Stück. Dann der Gegner, mein direkter Gegner hat auch ein bisschen auf Elite gesetzt, hat die Infanterie de Marine mitgenommen. Ganz, ganz starke Fernkampfeinheit, ich glaube sogar die beste in Fall of the Samurai. Dann hat er mitgenommen Yarikachi, Bogenkachi 3 Stück. Katana-Kachis und Herbandspeerträger. Also glücklicherweise hat der Feind unter anderem auch auf Nahkämpfer gesetzt, sodass ich mir da ein bisschen Chancen ausgerechnet habe. Dann hat er seinen General dabei, Callmander und Yariki 2 Stück. Also beide Gegner haben insgesamt 4 Kavallerieeinheiten und ich war mir sicher, dass ich mit meiner Kavallerie, mit der Feuerkavallerie hier, Level 9, und mit der Yari-Kavallerie hier, Level 9, dass ich mit diesen beiden Einheiten die feindlichen 4 Kavallerieeinheiten würde vernichten können. Denn die sind unglaublich teuer, diese 2 Kavallerieeinheiten, die ich hatte. Und die sind auch unglaublich stark. So, jetzt machen wir ein bisschen schnellen Vorlauf, denn am Anfang passiert nicht so viel. Ich sehe, dass der Feind hier diesen Wald in Beschlag nimmt mit seinen Yari-Ki. Ich bewege mich so lange einfach nur noch nach vorne. Mein Verbündeter macht das leider nicht, der bleibt hinten stehen. Auch das, wenn das der Feind sieht, ne, da muss er sofort reagieren. Vor allem, wenn wir so weit auseinander sind, der eine vorrückt und der andere nicht vorrückt.
also ich rücke vor, der andere rückt nicht vor, dann wäre doch der logische Schluss und auch das einzig Richtige, jetzt volle Kanne auf mich zu pushen, dann kann man mich nämlich doppeln. Bis der andere ankommt, ist die Sache schon erledigt. Gut, das macht der Feind hier nicht. Wie gesagt, die waren, glaube ich, Level 3 Bronze oder so, also wirklich noch sehr unerfahren. Ich habe gesehen, er hat da Kavallerie im Wald und ich sehe auch, ja, seine Infanterie dürfte da mit der Reichweite nicht ranreichen, seine Fernkampfinfanterie, deswegen gehe ich jetzt mit meiner Kavallerie hier rein. Möchte seine Kavallerie engagieren, aber er hat offenbar so ein bisschen Respekt vor meinen Einheiten, vor diesen feuerroten Teufelsgardisten. Da hätte ich auch Respekt vor und der Rückzug war die einzig richtige Option. Also das haben sie schon mal richtig gemacht. Ich habe keinen Überraschungsangriff hier bekommen. So, jetzt macht er einen Fehler. Er geht nicht etwa mit der Infanterie de Marine und Yarikachi vor, sondern nur mit Yarikachi. Die sind natürlich nicht so mobil. Das bedeutet für mich, okay, ich kann erstmal im Wald drin bleiben, denn die Yarikachi, denen kann ich leicht ausweichen. Und die gegen die Yariki gewinne ich easy. So, die beiden haben sich wohl abgesprochen. Zumindest hatte ich den Eindruck. Die haben ganz gut im Team gespielt. Yaskap schickt nämlich jetzt seine Yariki auch auf die Flanke, um mich an dieser Stelle zu kontern. Jetzt übrigens reagiert mein Verbündeter so langsam und bewegt sich hinter mich. Also möchte wohl, dass ich in der ersten Reihe kämpfe erstmal. Er könnte sich auch einfach hierhin bewegen. Macht er aber nicht. Naja, auf jeden Fall, ich habe beschlossen, mich hier offensiv in den Wald zu stellen und die Stellung zu halten. Sehr mutig, aber man muss auch was riskieren, wenn man in so einer unterlegenen Position ist. So, jetzt kommt er hier mit seiner geballten Kavallerie, sie greifen zu viert an. Und das ist natürlich ein Fehler, meine Feuerkavallerie geht rein, zack. Und meine Yariki-Kavallerie geht auch rein. Ich doppele diese zwei Einheiten, lass seine anderen zwei Yariki-Einheiten von der Flanke reinkommen. Aber ihr seht es, von Haino, die Kavallerie ist bereits im roten Bereich, ich habe meinen General jetzt noch hinzugezogen. Bei mir ist die Moral wunderbar, meine Yari-Kavallerie, die mir von drei Einheiten angegriffen wird, hat immer noch fast alle Einheiten, die Feuerkavallerie motiviere ich jetzt nochmal zusätzlich. Jetzt kommt nochmal der General von hinten. So, da fliehen die roten Kavallerieeinheiten und die schwarzen sind auch schon auf dem Weg. Jetzt feuern nochmal die Daikyu-Samurai und Bogen Ashigaru rein. Hier kommen meine Yari-Ashigaru Level 5 von der Flanke. Können die Kavallerie aufspießen, ihr seht es, das ist vernichtend. Der General hat nochmal motiviert, damit ich jetzt auch nochmal möglichst viel wegbekomme. Die Motivation war nicht so notwendig, aber ich wusste auch, es kommt jetzt nicht gleich zum großen Nahkampf, deswegen, weil ich mich jetzt erstmal zurückziehen wollte. Deswegen habe ich mal motiviert. Trotzdem hätte nicht sein müssen. So, hier habe ich gesehen, die Leibwache des Generals mit Revolvern ausgestattet. Gar nicht schlecht, gar nicht schwach. Schießt aber auf die Yari Ashigaru. Das ist natürlich nicht so schlimm. Das sind einfach so viele Bauern, 180 pro Einheit. Wenn da mal 30 fallen, mein Gott. So, hier haben wir jetzt einen kleinen Blob der roten Einheiten hier im Wald. Und jetzt könnte der Feind eigentlich die Initiative übernehmen. Macht er aber nicht. Er könnte jetzt eigentlich in den Wald pushen. Aber dann würde er natürlich riskieren, dass meine Nahkampfeinheiten, die jetzt angekommen sind, die Kannibalen und die Metzger, also ganz schwarze Katana-Samurai, dass die ihn da wegmetzeln. Da hat er wohl zu viel Respekt gehabt. Gleichzeitig sieht er nicht so ganz, was hier im Wald ist. Jedenfalls zieht er sich wieder vollkommen zurück. Für mich perfekt, denn dann kann ich meine starken Bogenschützen, also relativ starken Bogenschützen, in den Wald bewegen, um auf ihn zu feuern. Hier diese Infanterie Schwarzer Bär mit 169 Mann, die sich da gerade umgruppiert. Die habe ich mal aufs Korn genommen mit meinen Bogenschützen. Man muss dazu wissen, Daikyu-Samurai sind wirklich sehr stark. Also die hier die Nachtwache, sehr, sehr starke Bogenschützen. Auch eine deutlich höhere Feuerrate als diese Bogen Ashigaru, glaube ich. Jedenfalls ist deren Munition sehr viel schneller alle gewesen. Gut, passiert sonst noch was auf der Map? Wir können ja mal hier auf die... Na, gibt es hier sowas wie eine... Nee, in Shogun 2 gab es keine große Map. Also hier sehen wir es. Mein Verbündeter immer noch weit hinten. Die könnten hier eigentlich rein, ohne dass mein Verbündeter rechtzeitig hinzustoßen könnte. Machen sie nicht. Sie halten vor allem hier mit den Fernkämpfern die Stellung. Das ist vielleicht noch nicht so falsch. Also diese drei Fernkämpfer hier sind völlig in Ordnung, zusammen mit der Artillerie und einer Yariki. Eigentlich gar keine so schlechte Option. Wir sehen, unsere Artillerie trifft sogar mal. Hat hier drei schwarze Bären bekommen. Von da hinten. Das ist gar nicht schlecht für so ein Parrot-Geschütz, muss man sagen. So, der Feind hat seine Parrot-Geschütze ja hier stehen. Und mit denen kann er eigentlich ganz gut bei mir in den Wald schießen. Das wird er dann auch gleich machen. Ja, und das wird dann natürlich etwas schwierig. So, jetzt geht's hier auf die Bogenkatschi. Erstmal die Hoheit gewinnen, was den Fernkampf betrifft. Das ist überhaupt kein Problem. Die Bogenkatschi sind nicht hochgelevelt. Ich bin im Wald. Er benutzt zwar Brandpfeile, aber das reicht natürlich nicht aus, um den ganzen Wald in Brand zu setzen. Einziges Problem, hier die Infanterie Schwarzer Bär kommt eben dazu. Und das ist natürlich ein Problem, da kann ich nicht gegen ankommen. Deswegen ziehe ich mich da ein bisschen zurück. Ziehe jetzt meine Yari-Kavallerie vor. Wir haben ja noch 53 Mann.
zack, rein in die Infanterie Schwarzer Bär. Da kann man richtig Schaden anrichten. Da seht ihr es, die Zahlen gehen runter auf 115 Mann jetzt bei der Infanterie Schwarzer Bär. Jetzt nur noch 100 Mann. Geht schnell. Allerdings kriege ich jetzt die geballten Seifen von allen Seiten ab in meiner Kavallerie. Sorry. Und deswegen ziehe ich mich jetzt schnell wieder zurück, bevor die Einheit vollends vernichtet wird. 27 Mann habe ich noch. Ich habe jetzt 20 Mann geopfert gegen, ja, vielleicht 50 Infanteristen Schwarzer Bär. Das war so mittelgut, die Aktion. Hat aber dazu geführt, dass er tatsächlich mit seiner Infanterie Schwarzer Bär nicht mehr auf mich losgegangen ist. Sodass ich die jetzt mit dem Bogenschützen wunderbar fertig vernichten konnte. Ja, gehen wir mal wieder ein bisschen schneller. Genau, er zieht sich jetzt hier zurück mit seiner Infanterie Schwarzer Bär, kommt jetzt mit anderen Einheiten vor, möchte wieder den Bogenkampf eröffnen. Da hat er aber keine Chance. So, und jetzt kommt mein Verbündeter langsam dazu. Infanterie Roter Bär zieht da hinzu. Das wäre ja perfekt hier. Da könnte man wunderbar reinfeuern. Also wenn ich hier Fernkämpfer gehabt hätte, meine Güte, hätte ich da wunderschön den Fernkampf starten können und ihn niederschießen können. So musste ich diese defensive Spielweise wählen und musste immer versuchen, ihn halt so ein bisschen auf den falschen Fuß zu erwischen. Ja, sieht aber gut aus hier. Die Seifen treffen vorzüglich. Da geht ganz viel bei ihm down. Also meine Bogenschützen haben sich in dem Spiel schon mal eindeutig gelohnt. Ja, passt. Gut, gehen wir mal wieder auf schneller. So. Ja, jetzt habe ich beschlossen, teilweise auf die Infanterie de Marine zu schießen, teilweise noch auf andere Einheiten. Viel passiert jetzt nicht. Mein Verbündeter stößt hinzu. Die Lage stabilisiert sich ein bisschen. Ich habe dann irgendwann die Idee gehabt, meine Yari-Kavallerie rüber zu schicken. Das mache ich jetzt auch. Zeig's euch mal eben. Genau, ich wollte meine Yari-Kavallerie rüber schicken, um hier diese Artillerie, die Parrot-Geschütze auszuschalten. Wir werden sehen, ob das klappt, denn hier ist ja auch noch eine Einheit Yarikachi zur Verteidigung abgestellt. Also gar nicht schlecht gemacht hier, gegen die Kavallerie geschützt. Gut, aber wenn man so viele Fernkämpfer hat hier, mit so vielen Infanteristen Schwarzer Bär, dass man mit denen nicht in den Fernkampf geht, sondern stattdessen mit Bogenkachi gegen Elite-Bogenschützen im Wald auch noch bergauf feuert, das ist wirklich nicht so clever. Das hätte man anders machen können, wenn die das anders gemacht hätten. Also sprich, wenn Yaskap hier einfach mit seinen schwarzen Bären reingegangen wäre, weiß nicht, dann wäre das Ganze vielleicht im Fernkampf deutlich leichter gewesen für die beiden. Naja. Ja, ich feuere hier auf den General, nee, auf die Yariki gerade. Auf die Yariki, die kriege ich auch ganz gut down mit meinen Bogenschützen, muss man sagen. Das Gefecht läuft weiter und sie machen weiterhin keinen Nutzen aus ihren Beschusswaffeneinheiten. Auch hier an der Flanke, da stehen Katana Samurai frei, auf freiem Feld. Da könnte man mal mit einer Infanterie de Marine hingehen. Das wäre nicht so risikoreich. So, ich muss mich hier wieder zurückziehen mit meiner Yari-Kavallerie, denn er hat zum einen mit der Artillerie auf sie geschossen. Zum anderen sind die Yari-Kachi auch vorgelaufen. Ich habe glücklicherweise nur 3 Kavalleristen beim ganzen Manöver verloren. Habe also immer noch 21 übrig. Mit denen kann man immer noch einiges anrichten. Ich ziehe die also jetzt hier hinter die Hügelkuppe, dann sind sie vor der Artillerie geschützt. So, hier geht es jetzt auf die Leibwache des Generals. 38 von 40 Mann hat er noch. Ich treffe die Pferde, aber sie fallen nicht. Ihr seht es, die haben ganz viele Hitpoints. Jetzt fallen mal 2. Ja, jetzt fallen nochmal 3. Also ich habe sie schon runter auf 32 Mann. Werden auch immer weniger, 31. Aber trotzdem, die halten schon ganz viele Pfeile aus. Das sind ja keine schlechten Bogenschützen, die ich da habe. Im Gegenteil, das ist wirklich so das Beste, was Japan hervorgebracht hat an Bogenschützen. Aber... also abgesehen von den Bogenkriegermönchen, die vielleicht noch heftiger wären. Aber so richtig durchschlagen ist der Erfolg noch nicht. Er schießt da seinerseits mit den Bogenschützen auf diese Infanterie Schwarzer Bär. Das ist eigentlich unnötig, aber warum nicht? Schlimm ist es auch nicht. Gut. So, viel passiert an der Stelle nicht. Deswegen mache ich mal wieder schneller. Mhm. So. Entschuldigung. Also. Wir stehen hier, sie gehen weiter nicht rein mit ihren Einheiten. Unsere Bogenschützen verlieren aber langsam ihre Munition. Gerade meine Daikyus haben kaum noch Munition. Jetzt ziehen sie sich auch noch an einigen Stellen zurück. Und jetzt kommt ein kleiner Angriff der Yariki. Da wollte Heino mal ein bisschen die Initiative übernehmen und gegen meine
Bogenarschiger-Route, die sich so weit vorgewockt haben, vorgehen, aber ich habe gleich meine Schweizer Garde vorgezogen. Und deswegen zieht er sich da auch wieder zurück. Jetzt schönes Manöver. Ich würde fast sagen, eines der wichtigsten Manöver im Spiel. Watta mit seiner Revolverkavallerie geht hier vor an der rechten Flanke. Und das ist natürlich tödlich, denn mit Revolverkavallerie kann man wunderschön kiten. Gerade so eine Yari-Kachi-Einheit kann man wunderbar wegkriegen. Klar, man ist anfällig gegenüber Artillerie hier. Da geht die Moral auch sehr schnell runter. Aber da ist ja noch genug übrig von der Revolverkavallerie, die jetzt da steht, zack, eine Salve abgibt und schon sind sie halbiert hier. Beim Parrot-Geschütz. Über die Hälfte der Männer verloren. Das ist heftig, durch eine einzige Salve. Jetzt wird selbiges Spiel getrieben mit den Yari-Kachi und es kommt noch die Leibwache des Generals hinzu. Das ist natürlich wunderbar, das gibt uns jetzt hier einen strategischen Vorteil. Hier ist der Feind mit seiner Kavallerie reingecharged, da habe ich mich mal nicht bemüßigt gefühlt, darauf zu reagieren. Auch, dass mein Verbündeter hier mit seiner Infanterie Roter Bär in 10er Reihen steht, ja, ist nicht optimal, wie gesagt. Die sollte man eigentlich hier durchziehen, aber gut. Der Feind macht, schlägt kein Kapital daraus insoweit, völlig in Ordnung. So, die Parrot-Geschütze sind vollends vernichtet. Der General kann seinerseits jetzt auch nochmal hier auf die Yari-Kachi schießen. Die Revolverkavallerie und der General machen hier zusammen die Yari-Kachi weg. Sehr schöne Geschichte. Jetzt ziehe ich meine Yari-Kavallerie dazu. Und folgendes passiert. Yaskab schickt seinen General, den ich ja mit den Bogenschützen bereits massiv dezimiert habe, auf nur noch 22 von 40 Mann. Diesen General, der ein guter Fernkämpfer ist, den zieht er jetzt hier hinzu und möchte mithelfen. Soweit vielleicht keine so schlechte Idee, wenn man sieht, dass der Feind nur Fernkämpfer hat und dass er vielleicht hier aus dem Wald ein paar Schüsse unbemerkt abbekommt. Ja, womit er nicht gerechnet hat, ist, dass ich den Kampf verfolge und dass ich meine Yari-Kavallerie hier bereits in den Wald gebracht habe. Die ist ja verdeckt in diesem Moment noch. Jetzt kommt sie zum Vorschein und Yari-Kavallerie ist die schnellste Kavallerie im Spiel. Ihr seht, wie schnell die hier rüberkommen. Da kann der General gar nicht rechtzeitig abhauen. Er richtet sich jetzt nochmal aus, möchte eine Salve abgeben. Da fallen auch ein paar Yari-Kavalleristen, aber ihr seht es. Von 13 Mann runter auf jetzt 11 seine Generalseinheit. Auf 10, 9, 8. Zack, und sie fliehen. Und wenn sie fliehen, dann kann ich sie natürlich alle vollends vernichten. Da bleibt nichts mehr übrig. Ein Mann ist noch übrig. Hier ist der General. Da haben wir ihn, wie er noch kämpft. Auf der Flucht. Vor meiner Yari-Kavallerie. Zack, und dieser Herr hier hat ihn vernichtet. Wir haben den feindlichen General vernichtet. Fast ohne Verluste. Ich habe jetzt bei der ganzen Aktion 2 Kavalleristen verloren. Habe den gesamten General niedergerungen. Das ist eine Level 9 Yari-Kavallerie. Ja, also muss man sich geben. Die sind auch wirklich stark. Und genauso verhält es sich mit meinen Infanteristen im Übrigen. Die sind auch ultra stark im Nahkampf gegen alles, was Fall of the Samurai anzubieten hat an Nahkämpfern. Sie sind eben nur ultra wenig und furchtbar verwundbar gegen Schusswaffen. Solange der Feind daraus aber kein Kapital schlägt, ist die ganze Sache möglich. So, jetzt kommt es zum Kampf. Natürlich, wenn man dem Gegner den General weghaut, dann kommt er immer in den Rage-Mode. Und deswegen, das war so klar, dass sie jetzt angreifen würden und sie machen es. Deswegen konnten wir uns jetzt wunderbar darauf einstellen. Wir haben auf der einen Seite einiges an Bogenschützen, vor allem er hier. Watta hat noch einige Bogenschützen übrig, mit denen er jetzt hier den Feind ein bisschen einschüchtern kann. Mehr ist das nicht, denn eigentlich würden die Fernkämpfer, wie gesagt, uns hier kurz und klein schießen. Aber es reicht eben, um ihn einzuschüchtern. So, hier an der Flanke habe ich jetzt mich entschieden, meine Yari Ashigaru in einen Wall, Speerwall zu versetzen. In dem sollen sie die gesamte Hauptfront...